Gib mir bitte das Cewa. Ich gehe ins Internet und google und mein Kochendwasser ziehe ich mir aus meinem Cooker. Gibt es zum Cooker noch eine Alternative? Bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und in einer guten Küche darf natürlich Innovation nicht fehlen. Und heute geht es um ein innovatives Produkt, um eine innovative Armatur, denn ich präsentiere euch die Blanco Choice Ohr. Und das ist eine Armatur, die natürlich klassische Armatur ist, in dem Fall sogar mit Brause. Dann kann diese Armatur kochend Wasser und heiß Wasser. Wie das funktioniert, erfahrt ihr dann später im Video. Und wir können über diese Armatur auch gekühltes, gefiltertes und gesprudeltes Wasser mit unterschiedlichen Sprudelstufen hier ziehen. Und ja, lasst uns starten. Ja, und wir haben hier in unserer Funktionsküche verbaut die Blanco Choice Icona. Das ist der Name der Armatur. Diese Armatur gibt es in insgesamt 4 Dekorvarianten zum Zeitpunkt des Videodrehs. Wir haben hier die Edelstahl-Variante und ihr seht schon, wir haben zum einen den Hebel für die klassische Bedienung, für das Brauchwasser, warm und kalt. Wir haben hier die komplette Einstellung für die verschiedene Wasseraufbereitung und wir haben für das Brauchwasser die mobile, die flexible Feder und können das Ganze umstellen noch auf Brause. Das Ganze wird magnetisch gehalten und hier im beweglichen Arm haben wir dann noch den Auslauf für die Wasseraufbereitung. Das Ganze wird ergänzt, natürlich, wie schon angesprochen, mit dem Blanco Choice Ohr. Und wenn wir da schon beim Blanco Choice Ohr sind, dann gucken wir auch, wie das Ganze eingebaut ist. Bei uns eine kleine Besonderheit. Der Blanco Choice Ohr macht natürlich Sinn, wenn ihr in der Länge eingebaut ist, da wir hier eine etwas andere Ausgangssituation haben, weil wir das Ganze ergänzt haben, steht er bei uns hier in den Auszügen quer drin, ist aber nicht schlimm. Man kann super gut erkennen, dass wir nur eine Einheit haben, die ein bisschen aussieht wie ein Rechner. Und wenn wir dann im Laufe des Videos sehen, was hier alles oder was es hier für Funktionen gibt, ist es natürlich schon ja auch wie ein kleiner Rechner. Und das Ganze ist kompakt gebaut. Wir haben hier natürlich logischerweise die verschiedenen Wasserschläuche, die es braucht. Wir haben hier eine Stromversorgung und das Ganze ja, verbirgt auch neben einem 3 Liter Kochend- oder Heißwassertank auch die Kühlung für das Wasser. Und vorne im vorderen Bereich, wenn wir die Revision entfernen, haben wir dann auch den Filter und die CO2-Kartusche. Beim Filter sei gesagt, Blanco arbeitet hier zusammen mit BWT. Das kennt ihr vielleicht schon aus der Formel 1. Da gab es nämlich mal den einen oder anderen Renner, der war so ein bisschen rosa gestaltet, hatte dann den blauen Schriftzug BWT drauf. Und da habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr hier dort komplett auf die BWT-Filtervielfalt zurückgreifen könnt und eurem Wasser dann natürlich auch die entsprechende Inhaltsstoffe entzieht, die ihr nicht braucht und Inhaltsstoffe zugebt, die für euch, für euren Organismus dann auch noch hilfreich sein können. Ja, ansonsten habt ihr hier noch ein Display, wo ihr in der Anzeige seht, welchen Füllstand hat die CO2-Kartusche und welchen Füllstand hat der Filter. Bei uns ist es jetzt gerade aktuell so, dass die CO2-Kartusche noch 80% hat und der Filter hat hier an der Stelle 95%. Und neben den Anzeigen gibt es noch so ein paar kleine Striche. Das ist quasi das Symbol für das Menü, denn ihr könnt hier am Gerät unheimlich viel selber einstellen. Da ich jetzt aber ein bisschen bequem bin, nutze ich nicht das Menü des Gerätes, sondern ich habe mir aufs Handy die Blanco App heruntergeladen und kann über diese App das Gerät komplett auf unsere Bedürfnisse hier individualisieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wie gerade angesprochen, gehen wir in die App. Die App ist geöffnet und das erste, was wir sehen, ist natürlich eine Anzeige und die 2 Button, die wir hier sehen, der Wassertropfen und das leere Glas. Das ist quasi schon mal die Fernbedienung, ist ganz cool gemacht. Wir gehen mal auf das leere Glas und jetzt können wir wie direkt an der Armatur einmal die Wassermenge einstellen
Und wir haben hier ein Glas 250 Milliliter. Ich würde aber auf 200 Milliliter gehen, denn das soll ja dann auch noch, also ich will es ja auch noch bewegen, das Glas. Und wir haben einmal das gefilterte gekühlte Wasser. Wir haben das Medium und wir haben das Komplett-Sprudelwasser. Wir haben uns das so eingestellt in der App, was wir gleich sehen werden, dass wir Sprudel 100% CO2-Anteil haben und dann bei dem Medium 60%. Und ich halte das Glas unter den Auslauf und wir starten von der Ferne. Dazu gehen wir dann auf den blauen Tropfen. Ich muss natürlich auch das Glas drunter halten. Und dann sehen wir schon, dass wir hier einen sauberen Wasserstrahl haben und wir haben halt hier unser schön gesprudeltes Mediumwasser. So, wenn wir über das Zahnrad gehen, das sind ja immer die Einstellungen, dann haben wir zum einen den CO2-Gehalt, aber wir starten einmal bei der Temperatureinstellung, weil die finde ich total genial, denn ihr könnt zum einen die Temperatur einstellen von eurer Kühlung, das heißt, ihr könnt auf komplett kalt gehen oder ihr könnt dann von 6 Grad, 7 Grad, 8 Grad, 9 Grad auf 10 Grad gehen. Also so, wie euch das beliebt. Ich persönlich gehe hier so typisch Kühlschranktemperatur so auf 8 Grad. Und bei dem Kochendwasser müsst ihr nicht zwingend das Kochendwasser nehmen. Das ist für die Teetrinker hochinteressant, denn es gibt ja verschiedene Teesorten, die unterschiedliche Temperaturen erfordern. Und somit könnt ihr dann halt dort die Temperatur zwischen 65 und 100 Grad euch einstellen für das warme bis hin zum kochenden Wasser. Finde ich persönlich total genial. Wie kann ich das kochende Wasser denn jetzt hier ziehen? Wir stellen ein wieder die 100 Grad und wir haben jetzt eine Tasse, die ist ein bisschen voluminöser. Da gehen wir hier auf die 250 und jetzt haben wir bei der Armatur, ähnlich wie beim Cooker, natürlich die Sicherheitsfunktion, denn wenn wir hier mit 100 Grad heißem Wasser arbeiten, besteht natürlich die Gefahr, dass wir uns verbrennen bzw. verbrühen. Also gehen wir mit dem äußeren Ring gedrückt und dann mit zwei Klicks, 1, 2, nach unten. Und dann haben wir ja hier den Sensor und schon kommt das kochende Wasser hier aus unserer Armatur. Und wir haben das Ganze wieder perfekt hier in unserer Tasse. Die 250 Milliliter haben hier auch perfekt gepasst, denn ich glaube, unsere Tassen haben ein Fassungsvermögen von 300 Milliliter. Somit kann halt nichts rauskleckern an der Stelle. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich ja noch die anderen Modi, die wir hier haben. Das heißt, wir können hier über das Rad, das hellblaue ist natürlich das Mediumwasser, das dunkelblaue. Das dunkelblaue ist halt das Klassikwasser, wo halt der höchste CO2-Anteil ist und das grüne ist das gefilterte Wasser. Jetzt gehen wir wieder zurück auf 200 Milliliter, weil unser Glas hat ja 250 Milliliter und wir haben jetzt hier das Klassikwasser. Das lassen wir auch hier rein und ich finde auch den Wasserstrahl sehr, sehr schön. Es spritzt auch nichts daneben, also wirklich eine ganz feine, saubere Angelegenheit. Ja, und jetzt haben wir Medium, jetzt haben wir Klassik. Was fehlt noch? Natürlich das gefilterte Wasser. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. Also drehen wir wieder. Jetzt haben wir grün für das gefilterte Wasser. Sensor gedrückt und das Ganze funktioniert hier auch an dieser Stelle tadellos. Wie gesagt, die BWT-Filter, weil wir gerade beim gefilterten Wasser sind, sind an der Stelle sehr zu empfehlen. Das ist nochmal ein richtiger Mehrwert, denn es wird ja nicht nur Mikroplastik und Ähnliches aus dem Wasser nochmal rausgefiltert, sondern ihr kriegt auch bei WWT Filter, die mit Magnesium angereichert sind, die mit Zink angereichert sind. Also das, was ihr für euren Körper, für euren Bedarf braucht, könnt ihr dort mit integrieren. In dieses System finde ich persönlich sensationell. Und dann haben wir natürlich, wie schon angesprochen, ganz klassisch die Brauchwasserfunktion. Und hier könnt ihr natürlich das Ganze auch umstellen auf die Brause. Ja, jetzt haben wir hier die Blanco Choice Ohr. Also ich nenne das System immer Choice Ohr, weil das System hier drin, die Armatur ist ja dann an der Stelle nochmal quasi ein extra Modul, was aber das Ganze vereint. Und ja, Blanco ist vor dem Choice Ohr ja noch auf den Markt gekommen mit den einzelnen Modulen, wo ihr dann natürlich auch nicht immer das Komplette nehmen müsst, sondern auch sagen könnt, okay, ich möchte nur
die Filter haben. Also nehme ich die Planco Trinkfilter. Dann habt ihr die Möglichkeit, auf die Kühlung und Sprudel zu gehen. Dann natürlich mit dem Filter kombiniert. Dann ist es an der Stelle die Planco Trinksoda. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch für das kochende Wasser. Das wäre dann in dem Fall die Planco Trink Hot. Das sind die Schwestermodelle. Von der Armatur sehen die alle ein bisschen ähnlich aus, aber natürlich dann immer mit den entsprechenden Funktionen für die jeweilige Art und Weise der Wasseraufbereitung und das Ganze dann wieder in den entsprechenden Dekorvarianten. Ja, wenn ihr jetzt von dieser Innovation ein Stück weit gehypt seid oder wir euch die Augen geöffnet haben, dass es natürlich am Markt Alternativen gibt und ihr keine weiteren Videos von uns verpassen wollt, dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren. Inspiration für eure Küchenplanung. Unsere Küchentouren, unsere Küchen, die wir selber gebaut haben, habe ich verlinkt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.